Und einen wunderschönen und herzlich willkommen zurück. Ja, übrigens ist mir gerade eingefallen, eben, ich nehme jetzt quasi 3 Wochen im Voraus auf. Das heißt aber, dass diese Woche, die ich jetzt gerade aufnehme, noch die letzte Woche vor den Ferien sein müsste. Das heißt, es ist tatsächlich noch ein aktuelles Thema. Alter, mein... Ja, ich habe Corona. Und muss deswegen... Also, ich habe natürlich kein Corona, also... Laut Arzt habe ich kein Corona. Ich habe einfach nur Rachenentzündung. Und deswegen ich das jetzt auch plus pro Tag eine Folge aufnehme. Weil das lange Reden schmerzt mir. Ja, deswegen immer halt schön feucht halten. Mit Kaffee. So. Ja, Corona ist sowieso wieder so, also nicht Corona ist schlimm, also Corona ist auch schlimm, klar. Aber da merkt man mal wieder, wie kaputt und krank eigentlich das deutsche Krankensystem ist. Wie krank das deutsche Krankensystem ist, ja, das ist... traurig. Erstens mal, ne, ich war ja wie gesagt beim Arzt, weil ich habe Nackenschmerzen gehabt, habe auch Rachenentzündung und Kopfschmerzen, chronische Kopfschmerzen. Wobei es jetzt gerade geht, aber ich hatte fast eine Woche lang, ja, bis vorgestern quasi eine gesamte Woche durchweg Kopfschmerzen und doch jetzt habe ich noch leichte Kopfschmerzen. Und weil das halt für mich untypisch ist, mein Immunsystem gibt eigentlich eher so auf alles einen Fick und killt einfach alles, also krank bin ich relativ selten. Deswegen war ich halt beim Arzt. Und der meinte natürlich mit sofort mit nein, kein Corona und ist bloß eine ganz normale Grippeerscheinung oder Stresssituation oder ähnliches. Ich meine, ich glaube ihm oder ihr, ist eine Dame gewesen. Aber das Witzige ist, oder die Frage ist, kann man eigentlich seinen Ärzten immer noch voll vertrauen? Weil das Problem ist halt, die Ärzte werden einen Teufel tun und immer gleich sagen mit, ja, okay, sie könnten vielleicht doch Corona haben, ich möchte sie sich einfach mal testen, weil die Ärzte Tests selber zahlen müssen. Das heißt, sie werden einen Teufel tun, einfach mal auf Verdacht einfach Patienten zu testen, weil sie dafür selbst in die Tasche greifen dürfen. So, das Ganze nehme ich auch mal mit. Das ist natürlich ein bisschen scheiße, weil, ja, Vorsorge betreibt man halt damit, dass man vorsorglich testet. Das ist aber blöd, wenn die Ärzte davon abgehalten werden zu testen, weil sie selber dafür zahlen müssen. Das ist nicht die Art und Weise, wie ich mir eine effektive Corona-Bekämpfung vorstelle. Aber so ist das natürlich mal wieder hier in Deutschland. Und dann hat man jetzt auch gemerkt, okay, ich meine, jetzt wurden die Schulen geschlossen, aber wir sind heute laut offiziellen Daten mittlerweile 160 Infizierte in Berlin. Und da fragt man sich, okay, wenn es sowieso abzusehen war, dass Berlin geschlossen wird, und es war abzusehen, davon haben wir schon die ganze Zeit geredet, weil Corona ist halt immer noch im Anfangsstadium. Warum hat man denn nicht früher damit losgelegt? Einfach zu sagen, okay, bereits vor vielleicht sogar schon vor 2 Wochen, aber spätestens vor einer Woche zu sagen, okay, wir haben in Deutschland 30 Infizierte, das wird also mehr werden, wir machen vorsorglich schon mal alles dicht. Nein, da wartet man wirklich darauf, bis selbst in Berlin 160 Infizierte sind. Das ist eigentlich ganz schön fahrlässig. Aber gut, wie gesagt, das ist Deutschland, da bin ich mal gespannt, was noch auf uns drauf zukommt. Einfach, weil Corona immer noch beim Ausholen ist. Wir haben den Höhepunkt noch nicht mal erreicht. Und von daher wird da noch einiges auf uns drauf zukommen. Und wie gesagt, jetzt alleine schon in Berlin 160 Infizierte. Ich nehme immer wochenweise auf. Und ich bin mal gespannt bei der nächsten Aufnahmesession, nächste Woche dann, wie viele Infizierte wir dann haben. Weil derzeit haben wir laut Statistiken in Wikipedia
Also, ne, da gibt es ja so ein, also nicht von Wikipedia, Wikipedia, da habe ich es halt nur gelesen. Die Daten selber kommen natürlich von der WHO, also von der Weltgesundheitsorganisation und von der USA. Ja, ich gehe nochmal kurz runter, wo ich mal gucken möchte, ob wir unten noch eine andere Kiste haben. Also, ob da noch was drin ist. Ja, siehst du, haben wir nicht. Und laut den Daten werden wir, ups, was mache ich denn hier? Wenn wir pro, also von einem Tag zum anderen, steigt die Anzahl um 30%. Das heißt, wenn wir an einem Tag 1000 waren, ist am nächsten Tag 1300 infiziert. Und das heißt, dass durch so im Laufe der Woche die Anzahl so ungefähr, naja, verdreifacht. Das heißt, wenn wir jetzt schon 160 haben, haben wir nächste Woche mindestens 500. Und so spät, wie Berlin alles dicht gemacht hat, wird das dagegen auch nichts helfen. Weil es sind bereits alle infiziert. Das ist ja das Schlimme an Corona, dass Corona halt so eine extrem lange Vorlaufzeit hat. Eigentlich hätte man schon vor 2 Wochen etwas tun müssen, damit es jetzt greift. Das heißt, jetzt wurden die Schulen dicht gemacht, jetzt wird der Nahverkehr einigermaßen eingeschränkt, was sowieso auch noch komplett dumm ist, aber dazu später. Aber die Sache ist, jetzt, wie gesagt, wurden die ersten Maßnahmen eingeleitet, die ersten weitreichenden Maßnahmen. Das heißt, dadurch, dass die Inkubationszeit 14 Tage beträgt, wird das, was wir jetzt tun, frühestens in 14 Tagen Früchte tragen, in dem Sinne, dass man erst da etwas davon merkt. Das heißt, angenommen pro Woche verdreifacht sich das. Das heißt, in 2 Wochen haben wir 3 hoch 2, heißt also 3 mal 3, also 9-fach so viele. Das heißt, wir haben denn mittlerweile so knapp 1500 bis 2000 Infizierte bereits. Hätte man sich früher überlegen müssen, wenn man das Ganze vor 2 Wochen gemacht hätte, zum Beispiel, dann wären wir jetzt gerade mal 160 Infizierte insgesamt und das würde sich jetzt nicht weiter ausbreiten können. Aber erstens reagieren wir erst jetzt, was also erst in 2 Wochen bemerkbar sein wird. Und zweitens, sind erstens bisher nur die Schulen geschlossen und Großveranstaltungen geschlossen. Das heißt, wirklich effektiv eindämmen geht anders. Und vor allen Dingen kamen die auch auf diese wunderbare, geniale Idee, den Nahverkehr einzuschränken. Ja. Jetzt würde man jetzt mal denken, ja okay, klar, Nahverkehr einschränken, dann fahren weniger Leute mit der Bahn. Ja, garantiert nicht. Leute, die zur Arbeit müssen, müssen zur Arbeit. Das heißt, die werden auch immer noch mit der Bahn fahren. Aber die Züge werden voller. Das heißt, Corona hat noch einfacheres Spiel, sich auszubreiten. Der Danke dafür. Also, das sind so die Sachen, achso, im Rucksack. Das sind so die Sachen, wo man sich so denkt, bitte erst denken, dann handeln. Das wird garantiert ein Schuss in den Ofen werden. Vor allem den Bahnverkehr einschränken, ist jetzt schon chronisch überlastet und sie wollen ihn noch weiter einschränken. Also, ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt. Bezweifle ich. Aber gut. So, ja, ich habe den ganzen Stein jetzt mal ein bisschen, wobei wir können mal ein Stack rauslassen, haben wir ein bisschen Vorrat an normal, obwohl wir haben noch massig normalen Stein. Weil wie gesagt, wir brauchen eine ganze Menge Cleanstone für das Hotel, deswegen mache ich das Ganze jetzt schon mal in den Öfen rein. Auch wenn wir jetzt hier erstmal nicht brauchen werden. Ja. So. Genau. Ja, so viel auf jeden Fall zu dem Thema. Und, da bin ich mal gespannt, was da noch auf uns drauf zukommt. Wie gesagt. Aber hier anklickt noch Silber Sand. Nee, ist alles normaler Sand, ja. Ist alles gelber Sand. Ich mache hier jetzt einfach mal zu. Einfach because I can. Ach komm. Feierabend. So, und dann wird das hier mal ordentlich Stein verlegt. Und dann müssen wir mal von außen gucken, wie das von außen aussieht, weil man sieht das ja durch diesen kleinen Vorsprung. Hier sieht man das ja auch von außen, dass da noch was drunter ist. Ja doch, das geht, das kann man so machen. Okay, doch. Ja, danke dafür.
doch im Arsch. Das spielt mir Sinn, man möchte mich ärgern. So, da noch, da noch, da noch und da noch. Dann haben wir die Wand schon mal fertig. Gleich wird es drinnen ganz schön dunkel, fällt mir gerade mal so ein, weil, ne, kommt der Licht mehr rein. Ich werde also mal hier eine Fackel hinsetzen, hier eine Fackel hinsetzen, hier eine Fackel hinsetzen und hier eine Fackel hinsetzen. Dann haben wir ein bisschen Licht hier drin. Und die nächste Scheine sind leer. Und schon ist es dunkel. So, sieht doch schon mal richtig geil aus hier. Ist doch optisch perfekt. Ich meine, die Wand hier, wie gesagt, die müssen wir später, die wird zum Teil wieder rausgenommen, weil, wie gesagt, dahinter sollen ja ganze Technikgedöns für sich verstecken. Aber erstmal gucken, inwieweit wir die denn wieder aufbauen, also aufmachen. Von daher wird die erstmal zugemacht komplett und da, wo wir den Platz brauchen, genehmen wir uns dann den Platz. Andererseits, na doch, ich mache gleich direkt offen. Dann müssen wir aber erstmal gucken, wo das Ganze denn ungefähr ist. Das heißt, wir müssen hier rein und dann bis hier hinten bauen. So, Schippe, ach ja, Schippe ist ja wieder oben, wegen weil Baum. Ich bin mittlerweile echt gewillt, tatsächlich für neue Schippen zu bauen. Hä, wo ist die Schippe jetzt hin? Ach da. Ich bin mittlerweile echt fast gewillt, immer neue Schippen zu bauen, ganz einfach, weil, ansonsten, wenn wir das ganze Zeug hier nie brauchen, weil für was anderes als wir vielleicht gebrauchen war das Ganze nicht. Und gerade Schippen sind ja doch eher preiswert, weil da kommt halt immer nur ein Ignit. Also ein, wie sagt man auf Deutsch? Ein Barren, genau. Von daher können wir da auch tatsächlich immer neue Schippen bauen. Das ist, also, mit Sparsamkeit muss man nicht übertreiben, zumal wir dafür aber auch halt auch unendlich viel Eisen verbrauchen. Und das lohnt sich halt einfach nicht. Von daher lieber so. Ach so, jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass wir hier nicht so in die Wassernähe kommen, ne? Bin ich da mal gespannt. So, jetzt müssen wir hier noch irgendwie markieren, bis wohin wir überhaupt bauen müssen. Ach, war klar, ist natürlich genau die Toilette drüber. Kriegen wir den Stein abgebaut? Ach, ich mache einfach so hier. Komm her. So, easy. So. Perfekt. So, dann natürlich noch eins rein, weil wir hier. Ach so, die brauchen wir hier gar nicht. Nee, brauchen wir gar nicht. Hier gehen wir eh nicht rein, von daher brauchen wir hier auch keine Wände reinziehen. Das ist, das wäre zwar kosmetisch ein bisschen was Feines, aber. Es lohnt sich halt nicht. Deswegen den Raum, den machen wir zwar relativ von der Geometrie her schön, dass wir halt wirklich schön sauberen Würfel haben. Aber neue Wände reinziehen lohnt sich einfach nicht.
So. Das heißt, da oben, das kann wieder zu, das auch. Jetzt wird es dunkel. Und da können wir wieder Erde reinmachen. Ach komm doch, hier unten, den Zuckersand, den nehme ich mal raus. Und mach zumindest anstelle dessen normale Erde rein. Und ja, mit normaler Erde meine ich unsere Dreckserde. Die sowieso keine Sau braucht. So, sehr schön. Haben wir hier so schön Raum. Können da so schön bauen. Oh, okay. Da habe ich was vergessen. Stimmt, hier oben muss ich ja auch noch zumachen. Was hat denn mein Rechner schon wieder? So, perfekt. Ein wunderschöner kleiner quadratischer Raum. Und in dem kommt bitte die ganze Technik unter. Das heißt, ich schlage erst das ganze Gedöns, was wir haben, aus. Wisst ihr was? Ich mache mal hier ganz kurz ein bisschen noch rein. Und dann baue ich mal doch die ganze Erde ab. Können wir nämlich gleich einen Geniestreich machen und diese ganze Erde gegen die andere Erde austauschen. Ob sich das lohnt, ich habe keine Ahnung. Eigentlich nicht wirklich, oder? Was tue ich hier schon wieder? Alles, was ich möchte, ist diese komische Erde hier loswerden. Und ja, ich weiß, ich wollte schon immer mal gucken, wie ich das, ob ich das gefixt bekomme, aber man denkt halt nie dran. Oh, ich möchte wieder verhungern hier. Was ist denn hier los? Von daher verbaue ich die Erde jetzt einfach mal zu einem Ort oder an einen Ort, wo sie sowieso nicht stört. Entweder weil sie optisch passt. Oder man sie eh nicht sieht. So. Hier kommt jetzt wieder unser schönes Zeugs rein. So, so, so. Okay, und in die Wand, wie gesagt, hier kommen jetzt die ganzen wunderschönen Sachen rein, die halt reinkommen. Wir sollten aber hier noch eine richtige Tür reinbauen, damit wir halt immer ordentlich rein können. Da würde ich dann aber schon gerne eine richtige eine richtige Volltür reinbauen. Und keine mit Fenster irgendwie. Weil sonst haben wir wieder das Problem, dass man durchgucken kann und dann müssen wir doch die ganze Erde wegmachen. Von daher lieber sowas hier. Brauchen wir Eisen, Sand für, ist also nicht so gut. Elevator, Door-Stil. Was ist denn eine Steintextur? Was ist das los? Ey, was ist denn da los? Okay. Ach ja. Schönes japanisches Zimmer. Na gut, komm, wir bauen mal das hier. Brauchen wir aber einmal Eisen für. Und manchmal, da bekommen wir zwei Türen für. Kann das dann sein, dass wir bereits irgendwo eine Tür haben? Das sieht erstmal nicht so aus. Quatsch, da. Ne. Hä, warum geht das hier natürlich nach oben durch? Verarschen? Kann ich mich selber.
Na gut. Na gut, dann, scheiße. Holen wir uns mal Eisen. Oh Gott. Und dann machen wir mal dicht. Dankeschön. So. Ja, hat perfekt funktioniert. Bin quasi begeistert. So. Du kommst nach da. Und dann kommen wir hier komplett. Kommen wir hier mal rein. Hat auch einen geilen Sound. Und hier kommen wir, hier kommt jetzt die ganze Technik rein. Das heißt folgendes. Ich muss wieder nach oben. Das heißt folgendes. Wir brauchen alles, was wir gebaut haben. Das war hier drinnen. Ich schreibe vorher mal meine Taschen aus. Ich sollte auch mal wieder zum Lager gehen. Unsere Taschen hier, unser Dingsbums ist gerade ganz schön voll. Vor allem werden wir hier noch mehr. Warum habe ich hier so viel Scheiß noch drinne? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja gut, ich glaube, unsere Kiste ist gleich voll. Dezent. Hä? Halt. Gold und so kommt doch hier mit rein. Okay. Sieht schon ein bisschen übersichtlicher aus. Ich nehme mal mit, um ein paar Lücken zu schließen. Da zum Beispiel. Oh, schön ist es dunkel. Ich meine. Da kommt eine Fackel hin, da kommt eine Fackel hin, da wird es auch schon wieder ein bisschen heller. Aber hier ist halt immer noch dunkel. Ich glaube, ich schon noch mal ein paar Fackeln. Andererseits, dass hier unten mit Fackeln ausleuchten, ist halt auch so mittelalterlich. Boah, das sieht halt optisch schon echt geil aus, ne? Ich würde da schon gerne ein bisschen modernere Beleuchtungsmethoden verwenden. Das Problem ist, die Frage, was genau wir da verwenden wollen, weil alles teuer und so. Was ist das denn hier? Mesekon-Lampe. Klingt interessant, klingt aber auch teuer. Hallo, müssen wir vielleicht mal. Ach, das. Oh ja, das ist teuer. Also das ist teuer. Andererseits einen könnten wir dafür mal verbrauchen. Achso, verschwenden. Ach man, Alter. Einen könnten wir dafür ja mal verschwenden und den können wir dann ja zu Platten sägen. Dann haben wir damit zumindest ein paar Lampen. Ja, doch, komm. So, dann sägen wir das Ding einfach mal in. Das hier geht nicht, aber das hier geht. Ich meine, die anderen gehen halt auch, aber wenn man die halt rekombiniert, verliert man halt was. Und wenn man das Ding hier rekombiniert, dann bekommt man halt ein ganzes zurück. Von daher, ne, es wäre das. Hey, Momentchen mal. Ich habe 8 Stück. Aber wieso habe ich denn jetzt hier 2? Ja, ist ja auch falsch. Hä? Oh, ja, ich hab falsches Ding ausgewählt. So, jetzt habe ich den ganzen Block. Ich schon wieder. Ich hätte einfach nur das hier auswählen brauchen. Da ist nämlich eine 8er Figur. Und dann bekommt man auf den ganzen Block zurück. Aber gut, ist jetzt ein anderes Thema. So, und das Zeug können wir nämlich jetzt hier unten verbauen. Und dann sieht es nämlich A hell und B sieht aber auch geil aus.
Also ich hoffe, dass es geil aussieht. Achso, halt, wie lang ist das eigentlich unser Raum eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, 15 minus 4 sind nur noch 13. Quatsch, sind nur noch 11. Und 11 durch 3, das geht gar nicht. Fuck. Okay, das heißt, wir müssen ein bisschen improvisieren. Dann würde ich sagen, wir klatschen einfach mal hier eine hin. Nee, lieber da. Und da so, dann machen wir einfach mal Zweierlücken. Nee, es ist zu klein. Machen wir mal Dreierlücken. Ach, es funktioniert sogar. Ach, na schau mal, na guck. Das ist ja wie geplant. Das ist ja hier, ist ja Träumchen. Ha, meine lieben Leute, das sieht doch mal geil aus. Oh ja, okay, das sieht jetzt zwar nicht mehr aus wie ein Keller, sondern eher wie so eine Empfangshalle. Aber es sieht arschgeil aus. Das muss man so sagen. So, dann können wir nämlich die Fackeln benutzen, um hier unser kleines Kabiff zu beleuchten. Keine Ahnung, so irgendwie so, bam, bam. Ja, bam, her damit. Machen wir hier so mal so zwei hin, so, bam und bam und bam und so. Man ist ja flexibel. So, ungefähr. So, jetzt wollen wir aber mal die ganzen Technik-Sachen. Und Kabel. Das brauchen wir. Kopf brauchen wir. Ich glaube, von Kabeln mache ich gleich mal noch ein paar mehr. LV. Was brauchte man dafür? Oh. Papier. Und Kupfer. Okay, dann lasse ich das vielleicht doch erstmal ein bisschen sein. So, die Sache ist. Ich hätte es schon gerne, dass man den hier von außen sieht. Das Problem ist nur, das geht nicht, wenn das Kabel nur von da drunter weggehen kann. Und dahinter anschließen geht halt leider nicht. Das funktioniert so nicht. Das funktioniert so leider nicht. Das heißt, den Kasten, den müssen wir dann tatsächlich einfach irgendwie hier im Raum verstecken. Die sieht man dann von außen leider nicht. Oder was auch noch gehen würde, wäre, wenn man den auf den Boden platziert und dann einfach hier unten drunter weggeht. Das würde man von außen halt nicht sehen. Allerdings so extrem tief auf dem Boden. Ach, ich weiß nicht. Ist dann auch ein bisschen kacke. Oder man macht den einfach nach hinten, dass man den... Upsala. Dass man sagt, okay, ne, ich stelle den Kasten jetzt einfach mal hier so hin, baue dann das Ding wieder weg, dann ist der Kasten quasi so ein bisschen in die Wand eingerückt und man kann aber hier unten mit dem Kabel weggehen. Das wäre technisch halt möglich. Wobei es dann optisch besser aussehen würde, wenn wir hier alles komplett eingerückt, also ein bisschen in die Wand eingelassen bauen. Ne? Also ich meine, die Öfen, die könnte man tatsächlich hier unten hin rein. Oder ich baue die Öfen hier so in die Ecke. Dann haben wir quasi die Öfen einmal so. Hier kommt dann unsere ganze Technikkacke hin, also bisher halt einfach nur der Kompressor, mehr haben wir ja noch nicht. Dann machen wir das Ganze mal ein bisschen optisch super hübsch, das heißt einmal so, dann einmal, oh Gott, das wird jetzt garantiert nicht funktionieren, doch funktioniert, okay, und dann dicht daran und dicht daran, voilà. Sieht technisch geil aus. Und jetzt können wir nämlich sagen, okay, so. Dann haben wir hier unseren Kasten. Der ist angeschlossen, der ist angeschlossen, der ist angeschlossen.
Jetzt haben wir hier so ein richtig schönes kleines BAM. Hier haben wir quasi unsere Arbeitsfläche, ne, mit den ganzen Geräten und unserer, ne, unserem Sicherungskasten, wenn man so möchte, keine Ahnung, also Schaltanlage halt. Und hier hinten in der Ecke hat man halt die Energieerzeugung. Beziehungsweise die Energieerzeugung wird ja später auch ausgelagert, weil wir können ja später auch so eine komischen Wasserdinger machen, ne? Müssen wir jetzt kurz gucken. Wobei, nee, für das Wasserding brauchen wir wieder, da brauchen wir ja Diamant, ne? Ja, genau, da brauchen wir Diamant für. Aber sowas könnte man halt auch bauen und dann irgendwie nach außen halt ins Wasser legen und dann hier halt mit dem Kabel rein verlegen oder sowas. Also da hat man schon so ein paar Möglichkeiten. Auf jeden Fall ist das hier unsere erste kleine, schöne Anlage. So, was ich aber hier unten auch gleich hinbaue, ist dann das ganze Gedöns hier. Ich meine, die Säge können wir hier tatsächlich lassen. Ne, komm, die Säge... Entweder stellen wir die Säge hier raus, hier zum Beispiel hin, dann kommt das Ding endlich mal weg, weil das hier, das lohnt sich halt einfach nicht. Ich räume mal ein bisschen auf. Das heißt, der Kasten kommt weg, der Kasten kommt... Wow! Der Kasten kommt weg. Der Kasten kommt weg. Mach ich jetzt mal alles kaputt, Alter. Danke dafür. So, wir haben jetzt auch richtig ausgerichtet. Ich hoffe es doch, dass die richtig ausgerichtet sind. So, dann haben wir hier ein bisschen Platz. Und das ganze Gedöns, beziehungsweise die Säge kommt erstmal raus, weil ne, eine Säge macht halt Dreck und die möchte man halt nicht in der Wohnung haben, sondern ich meine, gut, im Keller würde es auch funktionieren, da wäre es mit dem Dreck nicht so schlimm. Aber trotzdem, eine Säge ist halt normalerweise mal draußen. Also bei mir, in meinem Weltbild. So, dann haben wir hier das Ding. Das Ding können wir schon hier in die Ecke stellen. Vielleicht nicht so sehr in die Ecke. Wollte auch unbedingt nicht. So, und dann können wir hier quasi sagen wir, okay, das Ding kommt auf und hier kommt der hin. Ich meine, macht jetzt hier in dem Netzwerk nicht wirklich Sinn, weil er braucht halt keinen Strom. Ist er connected? Ne, ist auch nicht connected. Aber ist halt erstmal optisch beisammen alles, ne? Kann man ja später wieder rausnehmen und irgendwo anders hinbauen. Eigentlich könnten wir den auch hier mit hinpacken. Ich meine, das hat zwar nichts mit der Stromgewinnung zu tun, aber dann haben wir hier quasi alles, was halt mit Kohle betrieben wird. Oder wir lassen den hier in die Wand ein. Nee, komm, wir werfen die erstmal da. Das heißt, wir haben hier jetzt quasi noch drei freie Slots. Hier kann was hin, da kann was hin und der kann da weg. Und der kann da noch was hin. Und wenn das so wenig Platz wird, kann die Reihe hier... wenn nicht so wenig Platz sein sollte irgendwann, können wir die Reihe auch noch tiefer machen. Und irgendwann die Reihe tiefer machen, dann ist irgendwann alles tiefer und dann geht's ab. Ja, auf jeden Fall haben wir hier erstmal ein bisschen Platz. Und hier hinten haben wir Technikraum, der erstmal komplett nicht genutzt wird. Ist doch geil, Omato. Ja, komm, das Ding hier sieht scheiße aus. Hier in der Ecke. Den machen wir hier so schön, weiß nicht, für die Tür oder sowas, da so hin. Ne? Sieht doch vielleicht gleich viel besser aus. Sieht das hier aus wie so eine richtig schöne kleine Werkstatt. Der Werktisch. Oh, hab schon abgebaut. Da kommt denn hier auch noch irgendwie mit hin. Ach, genau da. So, dann haben wir hier so einen schönen Werktisch. Bitte einmal so. Genau, dass das Werkzeug vorne ist. Wobei. Ist das unterschiedliches Werkzeug oder ist es gespiegelt? Ja, ist gespiegelt. Nee, dann doch nicht. Weil wenn es unterschiedliches Werkzeug gewesen wäre, hätte man es tatsächlich so machen können, dass das Werkzeug quasi an den Seiten hängt, aber so sieht es dann scheiße aus, wenn es gespiegelt ist. Dann lieber so. Sehr schön. Easy. Ist doch gar nicht mal so schlecht alles hier. Haben wir ein richtig schön schniekes Haus und einen richtig schön schnieken Keller. Was mittlerweile eigentlich für einen Keller viel zu prachtvoll ist. Das ist ja hier. Ist ja schon Luxus. Ist ja hier. Boah, sieht das geil aus. Nicht schlecht. Gut, ich glaube, die Folge hat doch mittlerweile ein bisschen Überlänge. Ja, nee. Also von der Größe her nicht, von der Zeit her schon. Ja, in dem Sinne würde ich dann mal sagen.
sehen wir uns nächste Folge wieder und dann gucken wir mal, wie wir dann weiterverfahren, wegen Leuchtturm und so. Weil Deserts, ja doch, Deserts Stone brauchen wir auf jeden Fall wahrscheinlich noch. Da haben wir keine so großen Vorräte. Ja, bis dahin. Bis morgen.